Die NATO will ihre militärische Unterstützung für die Ukraine deutlich ausweiten. Bei einem Außenministertreffen in Brüssel reagierten die Mitgliedstaaten damit auf einen Appell des als Gast eingeladenen ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba. Entweder Sie helfen uns jetzt, und ich spreche von Tagen, nicht von Wochen, oder Ihre Hilfe kommt zu spät und viele Menschen werden sterben. Viele Zivilisten werden ihre Häuser verlieren. Viele Dörfer werden zerstört werden. Many civilians will lose their homes. Many villages will be destroyed. Exactly because this help came too late. Kuleba sagte nach den Beratungen, er habe keine Zweifel daran, dass die Ukraine alle für den Kampf notwendigen Waffen erhalten werde. NATO-Generalsekretär Stoltenberg bestätigte einen radikalen Kurswechsel des Verteidigungsbündnisses, was die Lieferung auch schwerer Waffen betrifft. Zuvor hatte dies die NATO abgelehnt. Die NATO ist bereit, die Ukraine zu unterstützen, mehr Unterstützung zu leisten. Die Verbündeten erkennen die Dringlichkeit, mehr Unterstützung zu leisten. Details zu den geplanten Lieferungen gab es zunächst nicht. Als ein Grund für die Kehrtwende der NATO-Staaten gilt die Entdeckung von Kriegsverbrechen in der Umgebung der Hauptstadt Kiew nach dem Abzug russischer Truppen.